herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Ab ins Kino und zwar einer ganz, ganz besonderen Ausgabe. Ich bin quasi zurück aus der Sommerpause und es ist sehr, sehr experimentell, möchte ich mal sagen. Ich habe hier gerade mal was ausprobiert und probiere mal jetzt hier die allererste Folge mit meinem Handy zu filmen und dabei einen Selfie-Stick zu nutzen, nur mal zu gucken, wie das so funktioniert, wie das so ist, ob das möglich ist und ob da vielleicht auch in Zukunft irgendwas bei gemacht werden kann. Ja, der Sonntagstee existiert leider nicht mehr. Was heißt leider? Er hat Platz gemacht für zwei andere Formate. Einmal dieses hier, Ab ins Kino, das Ankerformat quasi von Klönschnack TV, das wöchentliche Format über die Kinofilme, die ich am Wochenende geschaut habe. Und ja, dann noch die Teestube. Die Teestube ist etwas, was nicht regelmäßig kommen wird, aber wenn es kommen wird, wird es sonntags sein um 17 Uhr. Und zwar werde ich mich dann schön hinsetzen mit einem Tee, mit vielleicht einem Gast und über irgendwelche Dinge sprechen, die natürlich vorher thematisch festgegeben sind. Und mal schauen, wie sich das aufbaut. Ich bin sehr gespannt, das ist so ein bisschen auch wieder Testformat. Und dieses Format hier ist eigentlich das allergrößte Testformat, wenn man so möchte. Denn es ist ein Format, was sich stetig verändert, wo ich immer neue Ideen habe, weil ich es halt auch am regelmäßigsten mache und wo ich ganz, ganz viele neue Ambitionen habe. Ich habe schon viele gute Ideen, was noch kommen kann. Das ist alles, allerdings alles gerade noch nicht ganz so umsetzbar, leider Gottes. Aber ich bin dran, also da passieren einige Dinge. Also wundert euch nicht, wenn sich hier in diesem Format ganz, ganz viel ändert. Mein Plan ist es, dass dieses Video oder diese Videos ab jetzt immer montags kommen, um 16 Uhr. Das ist aber auch erstmal nur eine provisorische Zeit. Ich werde mal gucken, wie ich das schaffe, ob das klappt. Bei diesem Video ist es so, dass es alles ein bisschen Zeitprobleme gab und das deswegen vielleicht auch anders aussehen kann. Und ja, ich habe sehr, sehr viele Filme gesehen, um nochmal jetzt direkt zurück aufs Thema zu kommen. Ab ins Kino wird jetzt nur noch sich mit diesen Filmen beschäftigen, nicht mehr mit anderen Dingen, sondern nur noch über die Kinofilme handeln. Ja, ich war während der Sommerpause doch öfter im Kino, als ich dachte. Ich hatte nur tatsächlich keine Zeit, Videos aufzunehmen. Ich war in bestimmt 5, 6 Filmen in der ganzen Zeit. Und zwar fange ich einfach mal an. Wer aber keine Lust hat, sich alles anzugucken und sich nur für einen ganz bestimmten Film interessiert, ich experimentiere jetzt mal mit diesen Zeitstempeln, da guckt ihr einfach mal unten in der Beschreibung nach, ob dort diese Zeitstempel sind und dann könnt ihr auf die jeweilige Uhrzeit klicken des Videos und dort direkt zum Film hinspringen. Ja, ich fange jetzt an mit dem ersten Film, den ich gesehen habe und das war meines Wissens nach Independence Day, die Wiederkehr. Ich habe einen Tag zuvor versucht, mir den ersten Teil anzuschauen. Also ich habe es versucht, es war aber nicht so leicht, weil ich irgendwie gar keinen Bock hatte wirklich. Ich habe die ganze Zeit irgendwie rumgetüdelt, nebenbei aufgeräumt und den Film nicht wirklich geschaut. Und er wirkte auch total langweilig, ging über 2 Stunden oder 2,5, fast 3 oder so. Es war einfach unfassbar nervig und ich fand ihn nicht sehr spannend, habe aber auch wenig aufgepasst. War dementsprechend nicht so motiviert, den Film zu schauen. Und bin nicht mit meiner Freundin da gewesen, sondern mit einem Kumpel, den ich lange nicht gesehen hatte. Und habe gedacht, komm, lass uns den einfach mal schauen. Wird bestimmt cool. Und es wurde cool. Es war ein sehr, sehr guter Film. Sehr, sehr spannend. Und ja, ist jetzt schon ein bisschen her. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Was heißt kaum noch dran erinnern? Aber ich kann mich gar nicht mehr so gut dran erinnern, was alles bemerkenswert war und was nicht. Ich weiß nur, dass das einfach krass war, wie dieses riesen Raumschiff kam. Also ein 30 Kilometer Raumschiff. Quatsch, das war größer. 500 Kilometer Raumschiff. Also unglaublich, unfassbar großes Raumschiff, was einfach mal komplett auf dem ganzen Ozean gelandet ist. Riesengroß, eine wahnsinnige Wucht, die einen da erwischt hat im Kino und man saß wirklich ehrfürchtig da. Ein guter Film macht auf jeden Fall Laune und dem Film gebe ich auf jeden Fall einen Daumen hoch. Das kann ich so schon mal sagen. Ja, als nächstes, glaube ich, da habe ich Tarzan gesehen. Und der Film, ich hatte mir da was richtig Geiles drunter vorgestellt. Nachdem man halt diesen geilen, actiongeladenen Trailer gesehen hatte, hatte ich natürlich richtig, richtig Bock auf diesen Film und war sehr, sehr gespannt. Vor allem nachdem Dschungelbuch so gut war. Und ich gucke Tarzan und ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Der Film war nicht schlecht, aber ich war enttäuscht, weil ich hatte mir einfach richtig geile Tarzan-Action gewünscht. Was passiert ist, war, es war eine Geschichte, die nach der Original-Tarzan-Story spielt und die auch nicht sich komplett an das Disney-Vorbild gehalten hat,
sondern viele eigene Interpretationen reingebracht hat. Was ziemlich cool war. Also als Film selber war es cool, nur ich habe einfach diese typische Tarzan-Lianen-Schwingen-Affen-im-Wald-Action-Film. Ist klar, kam alles vor, war alles super und so. Der Film war auch gut und rund. Letztendlich aber so ein bisschen... ich habe mich ein bisschen schwer getan damit. Und deswegen möchte ich sagen, gebe ich dem Film boah, so einen ungefähren Daumen so. Also der war echt gut, aber halt nicht als Tarzan-Film meiner Meinung nach. Hätten sie gerne anders nennen können den Film, war viel Gerede drin. Hätten sie den Film anders genannt und ein paar Dinge verändert, wäre es kein Tarzan-Film mehr gewesen, sondern ein guter Action-Film. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Meiner Meinung nach, wenn man dafür Geld bezahlt, klar, kein Ding, macht Bock. Aber jetzt so krass, wie ich es mir erhofft hatte oder wie der Trailer suggeriert hat, geht so. Also war okay. Dann habe ich BFG gesehen, Big Friendly Giant. Und da muss ich wirklich sagen, kann ich direkt sagen, ja so. Also der war nicht schlecht, aber er war jetzt auch überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Es war viel kleiner als das, was man erwartet hat aus den Trailern. Die Trailer haben einem gesagt letztendlich, dass da eine Mega-Welt auf einen zukommt. Ein Riesending, ein Hammer-Epos. Und letztendlich war es eine kleine, niedliche Geschichte. Wie so eine gute Nachtgeschichte, kann man fast sagen. Und die fand ich schön. Das war eine süße Geschichte. Es gab schöne Momente. Zum Beispiel der Moment, als diese ganzen Lichter dann da waren mit diesem Baum und die Träume gefangen wurden. Und die Idee dahinter war toll. Und das war alles schön, schön und gut. Aber das war wieder so ein Ding, da war der Trailer mehr als der Film. Netter Film, kann man sich mal angucken. Macht auch im Kino Sinn, weil die Bilder halt echt, echt schön sind. Ich habe ihn leider nicht in 3D sehen können, weil unser Kino das leider in 3D schon nicht mehr gezeigt hat. Aber ja, wäre vielleicht noch ein bisschen cooler gewesen. Film war gut, aber halt oh, so ein netter Nebenfilm. Nicht das Ding, wenn man hört, Steven Spielberg macht einen Film mit Riesen. Das war es halt einfach leider nicht. So, dann habe ich einen Film gesehen, der hat es aber nun wirklich verdient, den Daumen nach oben zu bekommen, und das ist Pets, denn Pets war einfach klasse. Der Film war so cool und lustig. Wer selber Haustiere hat, ob Hunde, ob Katzen, scheißegal, alle möglichen Arten von Haustieren werden dort einfach so gut dargestellt. Und ich hatte jahrelang einen Hund und auch Katzen und so weiter, und es ist einfach genau so, wie es im Film dargestellt wird. Total authentisch, die Tiere sind mega witzig und machen irgendeinen Scheiß, es ist so cool. Am meisten hat es mir halt Snowball, dieser kleine Hase, angetan. Ein böser, böser Hase, der meint, er müsste jetzt alle Menschen bekämpfen, weil er ein ausgesetztes Haustier ist. Super geile Idee. Story des Films ist, dass ein Hund zu Hause wohnt, alles ist gut, aber es kommt ein Streunerhund dazu, aus dem Tierheim. Und das ist so ein Riesenvieh und die verstehen sich nicht und er will ihn loswerden und dann verschwinden beide und müssen irgendwie wiedergefunden werden von den anderen Haustieren im Haus. Und letztendlich kämpfen die aber alle noch gegen diesen verrückten Hasen und seine Armee. Und die Idee ist cool und es war echt super. Man hat sich schlapp gelacht, die Synchronsprecher, ich bin ja immer so ein ganz großer Synchronsprecher-Fan, waren cool gewählt, es sind zum Teil Leute da gewesen, die habe ich gar nicht erkannt. Ich werde mir den nochmal anschauen und nochmal genau auch auf die Synchronsprecher achten. Den Film kann ich wirklich nur weiterempfehlen, ein super Teil, und wer noch die Möglichkeit hat, guckt ihn euch an, auch in 3D, super, und wenn der auf DVD, Blu-ray rauskommt, gucken, kaufen, geil. So, dann komme ich jetzt tatsächlich eigentlich fast schon zu diesem Wochenende, und zwar habe ich angefangen mit Lights Out. Meine Fresse, Lights Out. Ich habe den Film abends geguckt natürlich, ging glaube 20 nach 8. Und dann noch Werbung, also so gegen kurz vor 9 fing der Film an. Hui, 81 Minuten purer Terror. Also nicht so schlimm wie bei The Forest, möchte ich behaupten. Da war der Terror wirklich noch schlimmer. Da saß man wirklich nur noch vollkommen fertig in seinem Stuhl. Aber Lights Out war auch schon krass. Ich habe gedacht, fälschlicherweise, es wäre ein James-Wan-Film, aber der hat nur mitproduziert. Tatsächlich war es so, dass Lights Out ein so ein 3-Minuten-Kurzfilm war, der auf irgendeinem Filmfest gezeigt wurde und mega angekommen ist. Und James Wan halt auch aufmerksam geworden ist und gesagt hat, ich unterstütze euch, ich produziere mit und helfe euch, diesen Film zu verwirklichen. Und rausgekommen ist ein 81-minütiger Horrorfilm, der auch wirklich seinesgleichen sucht. Denn er macht etwas, was ich schon so lange nicht mehr gesehen habe. Zuletzt habe ich das ähnlich gesehen bei Nightmare on Elm Street, und das ist ja nun wirklich lange her, wenn man sich die Originalfilme anschaut.
70er, 80er Jahre, ich glaube 80er waren es, die Angst vor der Dunkelheit, vom Schlafen, vor der Nacht, was das so angeht und was das wirklich so krass darstellt. Denn bei Nightmare on Elm Street hattest du Angst zu schlafen, weil die Träume dich umbringen können. Bei Lights Out kannst du es vergessen. Du kannst schlafen tagsüber, scheißegal, aber sobald es dunkel ist, bist du am Arsch. So ein bisschen dieses Minecraft-Prinzip. Wenn es dunkel ist, bist du einfach komplett fertig. Denn die Geschichte handelt von einer kleinen Familie, eine Mutter, die so ein bisschen psychisch labil ist, einem Sohn und einer Tochter. Die Tochter ist schon erwachsen und ausgezogen, der Sohn lebt zu Hause. Und es gab einen Stiefvater, der aber direkt zu Anfang des Films umgebracht wird von einer gewissen Figur, dessen Namen ich jetzt erstmal nicht nenne. Ist auch erstmal unwichtig, schaut euch den Film an, dann wisst ihr es. Wichtig ist nur, dass es eine Figur aus der Vergangenheit ist. Sie ist eigentlich bereits tot und sucht halt die Leute heim. Kann aber nur in der Dunkelheit existieren. Das heißt, sobald Licht da ist, ist diese Figur nicht sichtbar, nicht da und kann auch irgendwie gar nichts wirklich anrichten. Aber wenn es dunkel ist, dann kommt sie raus. Und wir saßen in diesem Film, in diesem dunklen Kino und man war wirklich geschockt und gebannt. Immer wenn diese Figur wieder auftauchte, fiese Geräusche, sehr gut ausgewählte Musikstücke, eine beklemmende Atmosphäre, weil du wusstest, wenn du rausgehst aus diesem Film, es ist dunkel draußen und du weißt, du kommst nach Hause in eine dunkle Wohnung und widerlich, wir hatten Gänsehaut. Das Ende hat nochmal ein bisschen dazu beigetragen zu dieser Gänsehaut, denn das war bombastisch. Es hatte einfach so ein geiles Ende, meiner Meinung nach. Ich habe andere Meinungen gehört, die gesagt haben, das Ende war zu abrupt und hat denen nicht ganz gefallen. Ich fand's mördergeil. Also das sind so Enden wie, ja, weiß ich nicht, ich will es gar nicht vergleichen, ich will nichts vorwegnehmen. Es sind einfach krasse Enden, die einem im Gedächtnis bleiben, meiner Meinung nach. Nicht die krassesten so, aber schon ziemlich geil auf jeden Fall. Und wer danach wirklich sich denkt, okay, oh, ich gehe jetzt aber ins Dunkle, der hat echt Nerven, weil selbst Leute, die ich kenne, die den Film geguckt haben, die sonst überhaupt gar keinen Schiss haben, hatten danach echt ein bisschen Bammel vor der Dunkelheit. Keine Panik oder so, das sind harte Leute zum Teil gewesen, aber doch schon so ein mulmiges Gefühl und das werdet ihr auch haben. Das ist wirklich ein Film, wenn ihr jetzt noch gucken könnt, schaut ihn euch im Kino an. Ich finde, solche Filme gehören ins Kino, weil die Atmosphäre so geil ist. Der Sound ist so geil und ist zu Hause auch gut, aber wirklich, es sei denn, ihr habt eine wirklich gute Anlage, eine Heimkinoanlage, dann könnte es funktionieren. Das Kinoerlebnis ist aber unschlagbar. Ein Film, der sowas von den Daumen nach oben bekommt. Mörderding. Richtig geil. Kann ich nur weiterempfehlen. Dann habe ich mir angeschaut Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Ich glaube, es ist der zweite Teil, basierend auf der aktuellen Fernsehserie, die ich nicht kenne und den ersten Teil kenne ich auch nicht. Ich habe aber die Trailer gesehen und fand es ganz cool und habe mir den Film angeschaut. Es ist ein Film, dem gebe ich ungefähr auch so einen Daumen, denn ja, der war für mich zu lang. Er ging 2 Stunden und für mich wäre nach 90 Minuten definitiv Schluss gewesen, dann wäre das gut gewesen. Der Film fing an sehr, sehr albern und slapstickhaft und ich dachte, ja klar, das ist Ninja Turtles, das ist Teenage Mutant Ninja Turtles. Aber auch so düster und so übel und dann habe ich gedacht, warte mal, der Film ist doch ab 12, was geht denn hier eigentlich ab so? Und dann ist mir aufgefallen, ja klar, das ist heute alles gar nicht mehr so dolle. Das ist nicht mehr wie in meiner Kindheit, wo solche Dinge einfach nicht gezeigt werden konnten und wo dann alle Eltern aufgeschrien haben. Nee, da waren auch Kinder mit im Kino, mit deren Eltern und Großeltern und das wurde so gezeigt, gar kein Problem. Unterm Strich gesagt, ich kann gar nicht so viel zu Turtles sagen. Es ist halt typisch Turtles, so voraussehbare Story, flache Gags, aber auch gute Gags zum Teil. Man sitzt da schon und muss sich schon eingrinsen, gerade wenn man früher Turtles geguckt hat. Und ich glaube, wenn man den Film kennt, den ersten, und die Serie sich auch anschaut, dann macht es richtig Bock. Wie gesagt, für mich ein bisschen zu lang, weil man irgendwann dachte, boah, jetzt ist auch mal gut, kann jetzt auch mal zu Ende gehen. Ja, wir wissen sowieso, worauf es hinausläuft und wie das Ende sein wird. Ist halt ein Standardding. Aber trotzdem unterhaltsamer Film. Meiner Meinung nach reicht der aber auch, muss nicht unbedingt im Kino gesehen werden, finde ich. Muss nicht unbedingt, reicht auch zu Hause. Anders ist es jetzt beim nächsten Film und das ist ein Film, der mich wirklich, wirklich beschäftigt und beschäftigt hat. Und das ist auch mein Highlight jetzt gewesen und zwar Ghostbusters. Ich habe seit Monaten gefühlt hier auf Klönschnack TV immer davon gesprochen, dass bald Ghostbusters kommt und er kam und ich habe ihn endlich gesehen. Ja, was sage ich zu Ghostbusters? Ich gebe ihm
als Ghostbusters-Film gebe ich ihm so einen Daumen, als reiner Ghostbusters-Film. In Bezug auf die Reihe. In Bezug auf, oder sagen wir so, ja, so halt, ja. In Bezug auf einfach nur einen Film hätte es die anderen nicht gegeben, definitiv so. Denn er ist nicht so schlecht, wie alle gesagt haben. Oder wie alle gedacht haben. Wird auch nochmal ganz cool unterstützt, das nehme ich einfach mal vorweg, ganz am Ende oder ziemlich am Ende gibt es eine Szene, wo die vier Mädels da stehen und sagen, die Leute wissen gar nicht, was wir getan haben. Es ist gar nicht so schlimm, wie man gedacht hat, es ist großartig. Okay, es ist vielleicht nicht großartig, aber der Film war nicht so schlimm, wie alle gedacht haben. Ich fand ihn echt cool, er hatte coole Effekte. Es gab halt die schwarzen Ränder oben und unten und ab und zu sind halt so Geisterteile oder irgendwelche Dinger über diese Ränder hinausgegangen. Das heißt, du hattest noch einen plastischeren Effekt zusätzlich zum 3D. War echt cool, die 3D-Effekte auch super. Ich werde den Film jetzt erstmal ein bisschen durchgehen in Bezug auf die alten Teile. Es gibt ein paar Dinge, die haben mich total abgefuckt. Und das Schlimmste meiner Meinung nach ist tatsächlich das PKE-Meter. Das PKE-Meter damals war so ein Ding, wo so zwei Hörnchen waren, die dann so hochgegangen sind. Fand ich mega geil, die Dinger wollte ich immer haben. Und bei dem war das, stellt euch vor, ihr habt irgendwie so Knicklichter, zwei, drei Stück. Also zwei Stück und die biegt ihr da irgendwie so nach oben hin. Es sah total lächerlich, es sah aus. Es sah aus wie so ein Spielzeug aus dem Happy Meal. Also das war echt lächerlich. Das sah so gammelig aus, so in pink neonleuchtend. Eine Kacke. Was ich auch ganz schlimm fand, war der Ecto 1. Den fand ich früher so cool. Der war so gut mit seiner typischen Sirene und das war nix in diesem Teil. Der war in Ordnung, aber oh, habe ich mich schwer mitgetan. Muss ich wirklich sagen, habe ich mich sehr, sehr schwer mitgetan. Und mit den Effekten, was so die Geister angeht, die waren cool, gar keine Frage. Aber der am besten animierte Geist war Slimer und das ist auch der einzige, der noch an die rankommt, wie sie früher waren, so fast. Das war wirklich eine Verbesserung. Alles andere war so. Es war so quietschig, so bunt alles, so leuchtend, grelle Farben und sowas. Und damals war es einfach viel cooler. Die Effekte waren cooler, was das anging, authentischer. Und hier war es einfach so eine quietschbunte Geschichte. War aber passend für den Film, halt für die Zeit aktuell. Es hat funktioniert. Es hat definitiv funktioniert. Die vier Mädels. Ich hatte ja immer Angst vor Melissa McCarthy, dass sie ihre Ich bin Melissa McCarthy und super lustig und feier mich selbst Show abzieht. Das geht mir bei ihr halt gehörig auf den Sack. Hat sie aber tatsächlich nicht. Sie war gar nicht so präsent. Sie ist viel in den Hintergrund gerückt und eine andere Figur. Ich weiß leider ihren schauspielerischen Namen nicht, aber sie war Holtzman, hieß sie in der Geschichte. Die war ja mal mega cool. Also ich habe so über die abgelacht. Das war mega lustig. Eine total vernördete, durchgedrehte Frau. Richtig cool. Also das war Bombe. Konnte ich nur drüber lachen. Und zwar im positiven Sinne auf jeden Fall. Das war cool. Lustige Sprüche. Ich musste mehrfach wirklich lachen, auch in dem Film. Schmunzeln. Ich war nicht die ganze Zeit, oh Gott, oh, ist das ein Fremdschämen, oh, ist das schrecklich. Es gab Szenen, da war das so. Aber es gab auch Szenen, da war das nicht so. Und es gab so zwei, drei Szenen, da bin ich fast ausgeflippt. Und zwar vor Glück. Diese Szene, als plötzlich Bill Murray aufgetaucht ist. Später Dan Aykroyd. Und ich weiß leider seinen Namen nicht, der Schwabe, Winston hieß er. Und auch die Frau, auf die damals Venkman stand, war da. Und ach, es war super. Es gab viele Gastauftritte von früher, was ich mega cool fand. Und es ist ein kleiner Fun Fact: Bill Murray hat damals gesagt, er wollte keinen dritten Teil machen, jedenfalls nicht, wenn er nicht am Anfang stirbt und dann als Geist wieder auftaucht. Er stirbt in diesem Teil, in diesem Ghostbusters-Teil. Es wird nicht direkt gezeigt, aber es ist relativ klar, er stürzt aus dem Hochhaus oder aus dem zweiten Stock oder wird wenigstens schwer verletzt. Das fand ich ziemlich cool, einfach als Fact, dass er eigentlich sterben wollte in den Filmen und ihm wenigstens sowas Ähnliches jetzt passiert ist. Das fand ich ziemlich cool. Ansonsten gab es noch so schöne kleine Hinweise, als Chris Hemsworth aufgetaucht ist. Er hat ja den Thor gespielt, haben die Mädels gefragt, bist du ein Superheld oder was? War natürlich ein Lacher, war cool. Und auch als sie dann losgegangen sind, und sich überlegt haben, okay, wo gehen wir denn hin? Wir brauchen eine Zentrale. Kam die Feuerwehrwache und wir alle haben gedacht, ja klar, die Feuerwehrwache. Und dann stellte sich raus, können sie es nicht leisten, müssen über so ein China-Restaurant. War natürlich auch wieder cool. Am Ende des Films tauchen sie halt auf in dieser Feuerwache und es endet auch in der Post-Credit-Scene mit,
Wer zum Teufel ist Suhl, der bla bla bla? Also es greift den Originalteil wieder auf und es klang auf jeden Fall so wie im zweiten Ghostbusters Remake würde es dann tatsächlich wieder um die Originalstory gehen. Fraglich ist nur, ob der kommt, denn ich habe gehört, dass der Film aktuell wirklich geldlich floppt. Er spielt was ein, ja, aber er müsste, glaube ich, doppelt so viel Geld einspielen, um Verluste wegzumachen bzw. abzuwenden. Und ich glaube nicht, dass das kommt. Ich bin inzwischen der Meinung, dass ich mich wirklich drüber freuen würde, wenn eine Fortsetzung kommt, denn ich fand den Film gut. Er hat mir wirklich gefallen und ich bin sehr kritisch gewesen, aber er hat mir gut gefallen und ich würde ihn wieder gucken und ich werde ihn mir auch besorgen bestimmt, denn ich fand ihn cool. Guckt ihn euch auf jeden Fall an, urteilt nicht zu schnell. Der ist in Ordnung und versucht euch davon loszulösen, dass es kein dritter Teil ist. Seht es als ein neu... Ja, da war meine Speicherkarte voll. Tut mir leid, aber das macht nichts. Ich mache hier weiter. Also, versucht halt zu erkennen, dass es kein dritter Teil ist. Es ist ein Neuanfang mit einer netten Hommage an die alten Teile. Es ist so ein bisschen dieses, okay, Ghostbusters ist über 30 Jahre her. Wir machen das jetzt nochmal, wir grüßen die Alten, ihr habt das damals schön gemacht und wir machen es jetzt nochmal und neu und anders und wir fangen das ganze Franchise wieder an. Es ist nicht irgendwie habe ich nicht so ein schlechtes Gefühl wie bei so einem Indiana Jones oder wie bei diesem, jetzt kommt ja von Ocean's 11, dieser Ocean's-Reihe, kommt jetzt ja ein Ocean's 8, Danny Ocean's Schwester mit ihrer Frauentruppe. Das kann cool sein, aber das ist genau wieder so ein Ding, wir müssen wieder Frauen reinzwängen und es muss ja wieder, ne. Nein, geht mir auf die Eier. Das Gefühl hatte ich bei Ghostbusters vorher auch, hatte ich danach nicht mehr, sondern wirklich so ein Gefühl von, okay, es ist nicht eins von diesen, wir holen mal wieder ein altes Genre hoch und machen ein Remake davon und pumpen jetzt Geld daraus. Das ist bestimmt die Intention gewesen, aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlte sich wirklich nicht so an. Es war cool und es, sogar der Marshmallow-Mann ist aufgetaucht. Falls ihr den Trailer gesehen habt, dieses Ding, dieses Riesenvieh am Ende da mit dieser Zipfelmütze, das war nicht der Marshmallow-Mann. Das habe ich gedacht. Der Marshmallow-Mann taucht auf andere sehr charmante Art und Weise auf. Das andere Ding, das war halt dieser Geist aus dem Logo. Da wird auch noch in diesem Film gut erklärt, wie das Logo zustande gekommen ist. Aber das war der Geist aus dem Logo, der dann groß geworden ist. Es gab halt viele Parallelen zum Original, aber war doch irgendwie anders. Also ich bin zufrieden mit dem Film und ich kann ihn eigentlich nur weiterempfehlen, denn er ist nicht so schlecht, wie alle glauben. So, jetzt habe ich hier Ewigkeiten geredet. Das ist, glaube ich, das längste Video von dem, was ich hier jemals gemacht habe. Es ist aber auch ein Video, wo irgendwie 6 Filme drin vorkommen. Und ja, ich verabschiede mich mit den Worten, dass das hier, wie gesagt, ein Format ist, wo ich wirklich schaue, was ich damit mache, wo sich noch viel verändern wird. Ich habe zum Beispiel vor, noch Schilder zu basteln, ein Spoiler-Schild zum Beispiel oder alle möglichen Sachen. Oder ein Schild von, guckt ihr euch im Kino an oder ist nicht kinowürdig, dass ich darauf nochmal ein bisschen mehr eingehe. Ich will das alles ein bisschen mehr kategorisieren und werde mir in den nächsten Wochen und Monaten mehr und mehr ausdenken für dieses Format. Denn das ist mein kleines Ankerformat, kommt jede Woche auf jeden Fall. Wenn nicht, sage ich das an oder es kommt wenigstens irgendwas Kleines. Ja, und damit verabschiede ich mich, wie gesagt, bis zur nächsten Woche oder übernächsten. Das ist erstmal mein Hallo zurück aus der Sommerpause und wir sehen uns, wenn es weitergeht, auf Klönschnack.tv, wo auch immer das sein wird. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, geht ins Kino, habt Spaß und ja, liebt die Filme. Ahoi.